Sag, ich hätte... Hier, du Arschgesicht! Eine leckere Arschgesicht! Aus! Schmeckt lecker! Was geht, Freunde der Außenwelten? Recht herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Wir switchen rüber und let's rock! Heute ist ein ganz besonderer Tag für Familie Schülke. Die beiden Kinder, Henning und Clarissa, haben Geburtstag. Die Eltern der Kinder freuen sich auf den Tag, sind jedoch auch etwas besorgt. Ja, unsere Kinder haben tatsächlich am selben Tag Geburtstag. Es sind aber keine Zwillinge. Ich wollte gerade sagen, sind das Zwillinge, weil... sehen sie schon ziemlich ähnlich, oder? Das ist ein reiner Zufall. Wir freuen uns auch auf diesen Tag, den Geburtstag. Aber es ist doch immer mit sehr viel Stress verbunden. Ja. Naja, klar. Ich meine, BDS, Hardstyle, in einer Feier? Oh. Am frühen Nachmittag kommen die Kinder von der Schule. Obwohl beide die gleiche Schule besuchen, bestreiten sie den Schulweg nicht gemeinsam. Clarissa geht mir immer richtig auf die Eier, weil sie redet immer über BTS und ich mag die Japaner nicht. Und sie stinkt auch manchmal nach Mädchenspeisen, das mag ich nicht riechen. Die stinkt manchmal nach Mädchenspeise. Okay, das habe ich auch so noch nicht gehört. Auch der BTS-Fan Clarissa hat kein Interesse an ihrem Bruder. Nach der Geburt hat der Dr. Henning ein bisschen zu oft auf den Kopf runterfallen lassen, deswegen hat er jetzt ein bisschen Aua. Ich glaube, das... Ja gut, das trifft auf mich auch zu. Das ist ein koreanisches Sprichwort von BTS. Das heißt... Okay, und was heißt das? Weiß ich nicht. So gut ist mein Koreanisch noch nicht. Und dann ist es endlich soweit. Ich wusste, dass sowas jetzt kommt. Die beiden Geburtstagskinder kommen zu Hause an. Britta, sie kommen! Hast du die Kerzen angemacht? So... Jetzt! Heute kann es regnen, stürmen oder schneien, Britta. Denn ihr strahlt ja selber wie der Sonnenschein, Britta. Ich will nicht singen, Norbert. Heute ist euer Geburtstag, darum feiern wir, Britta. Nee. Alle eure Freunde freuen sich mit euch, Britta. Clarissa hat aber gar keine Freunde. Henning, dein Vater singt für dich, hör bitte zu. Wie schön, dass ihr geboren seid. Wir hätten euch sonst sehr vermisst. Das gibt gar keinen Sinn! Wie will man jemanden vermissen, der eh nie da war? Das macht gar keinen Sinn! Wie schön, dass wir beisammen sind. Wir gratulieren euch, Geburtstagskinder. Alles Gute und alles Liebe zum Geburtstag, lieber Henning, liebe Clarissa. Von mir auch. Alles Gute zum Geburtstag. Bleibt gesund, bleibt so, wie ihr seid. Bleibt so, wie ihr seid. Ich denke nicht, dass wir das bestärken. Ich wollte auch gerade sagen, das wird bestimmt nicht von allen so befürwortet. Also, Britta. Selbst der Psychologe sagt, sie soll nicht so bleiben. Das ist ja... Also, da fängt eine Geburtstagsparty wirklich super an. Anders hätte ich mir meine auch nie gewünscht. Heute aber ist aber der Geburtstag unserer Kinder und da wollen wir mal nicht so viel meckern heute. Ich habe das eben mal ganz schnell durchgezählt und mir ist auch gefallen, dass Henning ein Geschenk mehr hat als ich. Wir wussten, dass diese Frage kommt. Natürlich, weil das kann ja auch nicht angehen. Es ist so, du hast 3 Geschenke, davon war 1 sehr, sehr teuer und der Henning hat 4 Geschenke, die waren alle in der Masse etwas günstiger, ja? Ja, ich krieg wieder die Billo-Sachen. Setzt euch doch erst einmal hin, meine Lieben. Er hat ja recht. 1, 2, 3. Ich wollte noch fragen, ob ich am Wochenende vielleicht meinen Geburtstag nachfeiern darf. Das ist leider schlecht, weil da kommt schon mein BTS-Fanclub hierher. Du hast was? Ja, ich hatte den BTS-Fanclub aus München eingeladen. Vielleicht besprichst du sowas mal vorher mit uns. Wieso? Ihr hättet nein gesagt. Clarissa. Genau deswegen. Wir wollen doch jetzt erstmal die Geschenke auspacken. Wer hätte denn dazu nicht nein gesagt? Nicht wahr? 78 Leute sind im BTS-Fanclub aus München. Mhm. Leider geht es ihnen finanziell gerade nicht so gut, deswegen habe ich die Zutickets erstmal bezahlt. Aber sie haben mir hoch und heilig versprochen, dass sie die 326 Euro wieder zurückbezahlen. Nee, die kriegst du nicht wieder. Die wären auch nicht gekommen. Das sind pro Person 106,75 €. Also, damit es nicht so ein Chaos gibt wie im letzten Jahr, möchte ich, dass jeder einzeln sein Geschenk auspackt, ja? Ich fang an. Nee, ich fang an. Wir würden gerne ein Geschenk... Genau, ein Geschenk würden wir gerne vorziehen, und zwar für Henning. Natürlich, Henning kriegt wieder als erstes ein Geschenk. Du hast dir ja einen Kuchen gewünscht und schau mal, hier haben wir einen Kuchen für dich. Bitte schön, mein Schatz. Danke, in the hearts that will never die.
Was kannst du für ein besseres Geburtstagsgeschenk geben als einen Kuchen, das eigentlich zum Geburtstag Standard ist? Perfekt. Hey, Torte, ich stelle es mal hier hin. Danke, Mama. Danke, Papa. Henry bekommt als erstes ein Geschenk. Henry bekommt ein Geschenk mehr. Jetzt bist du dran, Clarissa. Jetzt darfst du bitte ein... BTS-Armbänder, cool. Ich mach noch eins auf. Clarissa, jetzt ist dein Bruder dran. Clarissa. Ey, ein BTS-Rucksack. Ich mach noch eins auf. Ja, perfekt. Ich hätte es nicht anders gemacht. Hey. Clarissa, einer nach dem anderen. Dein Bruder ist jetzt dran. Die reißt dir alles ohne Ende auf. Macht langsam. Lasst euch doch Zeit, Kinder. Geil, eine Hard Stay Will Never Die CD. Ich mach noch eins auf. Jetzt geht's da auch los bei denen. Geil. Ich mach auch noch eins auf. Ja, du gehst mehr. Ich hab's dir doch gesagt, Norbert. Waren das nicht schon die drei? Die sind zu dumm zum Kacken. Warte mal, eins, zwei. Nee. Britta. Ist doch so, Norbert. Ein BTS-Mundschutz. Jetzt sind's, ach, das braucht man unbedingt. Da kriegst du doch Hausverbot. X-Fader mit integriertem Bassboom-Soundsystem. Das Ding ist viel teurer als alles, was ich zusammenbekommen habe. Weil Mama und Papa mich mehr mögen. Ja, das ist eindeutig teurer als das, was sie bekommen hat. Also, hä? Da haut ihr... Meinst du dich? Gar nicht. Schluss jetzt. Kinder, es reicht. Beruhigt euch jetzt bitte. Aber es stimmt, Henning. Momentan mögen wir dich... zu 70% ein bisschen mehr als klar. Ich glaube, das ist, was jedes Kind hören möchte, ja, Kinder hören möchte, dass die Eltern eins mehr lieben als das andere. So direkt in die Fresse rein. Perfekt. Das ist Britta. Ist doch so, Norbert. Hartstein sagt dafür, dass ich sympathisch bin. Hartstein war niemals weg oder tot. Hartstein war immer da. Hartstein besucht uns in unseren Träumen. Hartstein ist der Traum des Lebens. Hartstein will never die. Ich glaube, damit sind seine Prozente gerade ein bisschen gesunken. Oh. Clarissa, oh, oh. Hier, du Arschgesicht! Frisst deine leckere Arschgeige aus schön aus! Schmeckt lecker, hä? Schmeckt sie gut, hä? Schmeckt sie gut, hä? Clarissa, es reicht! Das ist nicht unser Niveau! Warte noch kurz, Mama. Na, vielleicht nicht eures, auch die von euren Kindern. Ganz kurz nur noch, ja? Na gut, die Mutter gehört mit dazu, wenn's da einfach sitzt und einen Film macht, ein Video macht. Schön, danke, die Presse mit den Kacken hier! Wir haben gehofft, dass es dieses Jahr nicht so eskalieren wird wie letztes Jahr. Aber insgeheim wussten wir wahrscheinlich, dass... unsere Kinder sich wie Arschgeburten verhalten. Nur gut, dass du die zur Welt gebracht hast, also ist deine Schuld. Den Begriff Arschgeburten würde ich jetzt nicht verwenden, aber... aber er passt. Ja. Du musst ja wehgetan haben, wenn bei ihr die Kinder hinten aus dem Arsch rausschlüpfen, ey. Wie Yoshi, der Eier kackt. Wir geben uns so viel Mühe, euch einen schönen Geburtstag zu machen. Und ihr zwei benehmt euch wie die letzten... Drecksgörn. Es tut mir auch leid, aber ich habe heute wieder was gelernt. Also das sind Eltern des Jahres. Ich bin zu der Erkenntnis gekommen, dass wir lieber hätten verhüten sollen. Britta! Oder ins Heim geben. Ja gut, okay, kannst du mal machen. Die Option steht immer noch, Norbert. Clarissa hat mich gerade versucht zu töten und sie kriegt nicht mehr Ärger. Sei ruhig und friss deine Torte. Frisst du deine gebratenen koreanischen Nudeln, du BTS-Bitch. Die BTS-Army wird dich umbringen. Clarissa hat über 8000 Euro für Zugtickets ausgegeben. Von eurem Konto über 8000 Euro. Woher weißt du das? Hat ein Interview eben belauscht. Ich hasse dich und ich hasse dich und ich hasse dich. Und ich hasse dich. Dich und dich. Naja, ohne Alkohol würde ich es bei den Kindern auch nicht aushalten. Geburtstagsüberraschung! Abgesagt, bitte fahren Sie nach Hause, ich überweise Ihnen Ihr Geld. Oh, ist hier etwa eine schlechte, puppechte Stimmung? Verpiss dich bitte. Na gut, Clowny Clown geht wieder nach Hause. Arschloch. Nutte. Das war geil. Weihnachten wird besser. Nein, ich weiß. Weihnachten wird besser. Nein.
Perfekt. Ich hätte es nicht anders beschreiben können. Ey, da gibt es dann bestimmt eine Weihnachtsfolge. Die wird geil. Das wird eskalieren ohne Ende. Oh mein Gott, Alter. Das war geil. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch ein Like da. Wenn ihr nicht, dann abonnieren. In diesem Sinne verabschiede ich mich und bin damit raus.